Guten Tag, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, unsere große Reise, unsere Wintertour ist ja beendet und da haben mich einige Stimmen erreicht, wie ich das denn wohl oder Fragen, wie ich das denn wohl mit dem Internet unterwegs gemacht habe. Wir haben ja da ein paar Filme hochgeladen und ja, Stellplatzsuche, Streamingdienste benutzt etc. pp. Das hatte sehr gut funktioniert, das mal eins vorweg. Und das andere vorweg ist, ja, Transparenz. Ich zeige hier gleich ein paar Teile, die, wo man glauben könnte, dass es Werbung ist, ist es aber nicht. Ich habe diese Gerätschaften gekauft und bezahlt und ich habe auch keinerlei Kooperation. So, das eins vorweg. Sollte ich jemals Werbung machen, würde ich das auch entsprechend deklarieren. Wie habe ich es mit dem Internet gemacht? Vom Prinzip habe ich mir vor der ersten oder vor der Reise mit dem Wohnmobil mir einen mobilen Router gekauft, einen Huawei oder Huawei Mobile Wi-Fi E5577C. Den habe ich mir gekauft in einem größeren Auktionshaus. Und sieht so aus. Funktioniert mit 4G LTE und da kommt eine SIM-Karte rein, eine Daten-SIM-Karte und anmachen und schon fertig quasi. So, ich zerreiß das mal eben hier. Hier kommt eine SIM-Karte rein und darüber kann auch noch eine Datenkarte oder ja, eine Karte mit Daten drauf. Die kann man dann innerhalb dieses Netzwerks noch teilen, wenn man den Bedarf hat und die Batterie wieder reinbekommt. So, Deckel zu. Funktioniert bis 4G und beziehungsweise LTE Standard. 5G, das dauert ja in Deutschland noch ein bisschen. Und ja, habe ich mir geholt. Funktioniert ganz simpel. Ich kann damit ein WLAN-Netz aufbauen und dann kann ich da bis zu 10 Geräte anschließen oder mich einloggen. Das heißt 9 insgesamt, weil das 10. ist oder das erste ist dieses Teilchen. Problem ist jetzt nur, was für eine Karte stecke ich denn da rein? So, mit entsprechend Volumen noch drauf. Also ich habe in meinem Smartphone ist eine Karte drin, 6 GB. Das reicht so für den täglichen Bedarf, das ist keine Frage. Aber mit 6 GB streamen, Videos hochladen, das wird eng. Habe ich mich natürlich auch noch jetzt mal ein wenig schlau gemacht und mir überlegt, was kann ich tun. Bin dann auf eine Lösung gestoßen. Ja gut, die kostet Geld, keine Frage. Aber was nutzt das? Und zwar wollte ich mir eine Prepaid-Karte holen. Prepaid-Karten in Deutschland. Naja, ist jetzt nie so prickelnd, aber ist halt Deutschland. Also viel Geld für wenig Gigabyte ist, glaube ich, hier das deutsche Motto. Das kenne ich im Ausland etwas anders, aber naja. So, ich habe aber eine Lösung gefunden, sonst würde ich dieses Video hier nicht machen. Und zwar heißt die Lösung, Moment, Vodafone GigaCube. So, der ist bekannt, denke ich. Moment. Sieht so aus. Habe ich mich mit dem Menschen bei Vodafone unterhalten
Und er sagt, ja klar, kannst du machen. Bam, bam, bam. Der haut dir hier auf der Karte, hat da drauf 50 GB. Kostet 35 Euro im Monat, beziehungsweise 28 Tage. Und ja, könnte ich machen. Ich sage ja super. Wie funktioniert das? Ja, hier nur anmachen. Hier kommt die Karte rein, anmachen. WLAN-Netz wird aufgebaut, wunderbar. Anschluss 230 Volt. 230 Volt hätte ich theoretisch im Wohnmobil, wenn ich am Netz bin oder den Wechselrichter anschmeiße. Ich sage, gibt es da auch mit 12 Volt? Na klar, gibt es ein Adapterkabel. Adapterkabel kostet auch um die 50 Euro. Okay, die Jungs wissen, wie Geld gemacht wird. War mir aber vom Prinzip auch egal. Ich hatte den Huawei-Router und ich brauche eigentlich nur die Karte. So, dann habe ich mit ihm gesprochen, ihm das erklärt, was ich vorhabe. Das Ding motte ich ein. Ich brauche halt nur die Karte. So, und das funktioniert. Wunderbar. Das heißt, diese Karte vom GigaCube hier reinstecken, die anmachen, und dann hast du schon Netz. Natürlich im Netz von Vodafone, ganz klar. Also da, wo Vodafone jetzt kein Netz hat, hast du damit auch keinen Empfang, ganz einfach. Wenn es schlechteres Netz ist, in Anführungsstrichen, kannst du hier noch so eine Antenne dran machen. Habe ich aber nicht. Bis jetzt brauchte ich es auch nicht. So, Fakt ist auf jeden Fall, die Karte geht da rein. Es funktioniert sehr gut. Die 50 GB sind für mich ausreichend. Es gibt noch andere, in Anführungsstrichen, Verträge. Also das ist jetzt gar kein Vertrag. Ich habe diesen GigaCube gekauft und die Karte auch mitgekauft. Und nur wenn ich Gigabytes verbrauche, bezahle ich dafür auch. So, dann müsst ihr euch mal ein bisschen schlau machen oder mal zu so einem Vodafone-Shop gehen, ist kein Problem. Die erklären euch das. Ja, nochmal, ich habe jetzt die Karte dann da reingesteckt und hier ist jetzt gerade keine Karte drin. Wenn ich ihn anmache, kommt sowas hier und irgendwann fragt er mich Insert SIM-Card und verbindet sich dann automatisch mit dem Vodafone-Netz. Ich glaube, jetzt kommt's, ne? Ne, welcome. So, verbindet er sich dann mit dem Vodafone-Netz. Wie viel Gigabyte verbraucht werden, würde hier unten drin stehen. Das macht er aber nur, Moment, ich mach mal wieder aus. Das macht er aber nur, oder schreibt er dann nur rein, wenn die APN-Adresse geändert wird. Von Web auf Home. Könnte aber auch nochmal nachfragen. Beziehungsweise da gibt es auch noch andere YouTuber-Filme oder YouTube-Filme, die das zeigen. Ja, und damit hat das ganz gut funktioniert. Ich habe den Verbrauch, also die Frage ist ja immer, wie viel verbrauche ich? Wie viel brauche ich überhaupt? Kommen wir mit 50 GB klar. Ich hatte da ehrlich gesagt kein Gefühl dafür. Wir haben aber letzten Endes ungefähr 18 GB verbraucht. Natürlich habe ich jetzt nicht in HD runtergestreamt. Und da, wo es ging, habe ich dann auch den WLAN vom Platz benutzt. Was übrigens auch sehr gut ist, wenn ihr auf dem Campingplatz steht und ihr bekommt einen WLAN-Pass oder ihr kauft euch einen WLAN-Pass, dann könnt ihr das Passwort hier eingeben und dann entsprechend 9 andere Teilnehmer daran teilhaben wollen. Und in der Regel, also ich habe es auch einmal gemacht, das hat auch sehr gut funktioniert, allerdings wir standen alleine auf dem Stellplatz, wo da WLAN war.
Wenn da jetzt mehrere sind, könnte ich mir vorstellen. Also ich kenne es noch vom Wohnwagen und Campingplätze. Das WLAN ist 500 Meter nach Rezeption so gut wie tot. Dafür könnte man allerdings auch die Antennen nehmen, die man hier dran machen kann. Wäre vielleicht noch eine Alternative, müsste man dann mal ausprobieren. Also das wäre vom Prinzip meine Lösung, wie ich Internet to go habe. Bin sehr zufrieden. Behalte ich erstmal bei. Die Karte ist jetzt quasi deaktiviert. Und wenn ich jetzt von mir aus nächsten Monat wieder losziehe, dann stecke ich die da rein, mach's an. Und ab dem Augenblick gilt dann die 50 Gigabyte. Da gibt es noch eine Homepage-Seite, die kann man, oder kriegt man dabei so eine App, die kann man dann aufrufen. Da steht dann exakt drin, wann gestartet wurde, wann's und wann es wieder praktisch aufhört. So, ja. Wenn Fragen sind, wenn noch was offen geblieben ist, bitte in die Kommentare. Ansonsten, ja, ihr kennt das Spiel. Teilen, liken, kommentieren. Abo dalassen wäre auch nicht schlecht. Und ich glaube, ich habe alles. Dann würde ich sagen, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Nächstes Video übrigens, wird wohl ein Bastelvideo. Da freue ich mich schon extrem drauf. Wir fangen langsam an. Alles klar. Tschüss, danke fürs Zusehen.